right to think that you don't need anybody, but you know that you're pathetic and you feel so lonely, sitting in your room alone, feeling sorry for yourself, and the girl you like will never know the way you felt. Don't try to deny the truth. Need your thoughts to be endless, drowning in your solitude. Don't fail your emptiness. That's the type of story where you think you're the victim, true to no one's earth, so like you has written. Cause you like these things nobody gives a damn about. So you're lonely, but you're still me, so I can't shout out. Don't try to deny the truth. Me, your thoughts are the helpless. Drowning in your solitude, don't fail your emptiness.
Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank. Wow. Ja, hier geht's schon doch ganz gut ab. Macht ihr sehr gut. Kann so weitergehen. Ja, wir sind Koma 12 und alle, die uns noch nicht kennen, was die Minderheit sein dürfte. und wir machen heute ein bisschen Mucke. Habt ihr Bock? Sehr gut. Ja, wir sind heute hier. Wir freuen uns total, hier sein zu dürfen mit ein paar Sachen von unserem ersten eigenen Album. Sonic Borders of a Silent Universe ist letztes Jahr rausgekommen. Und da stellen wir euch heute ein paar Sachen vor. Und da es schon so spät ist und bevor wir alle einschlafen, machen wir direkt weiter mit New Ground. Trying not to pretend that we're in the need for some help. Don't bother going to hell. We've left our mind, used up our cries. All this just so we can find a place where we'd enjoy our lives. Where all your dreams will come true, where no one's ever gonna hate you. We know that you might not need us, but don't leave us. Finding new ground, leaving where we go. Dankeschön. Habt ihr Spaß? Sehr gut. Ja, zu unserem Album. Wenn ihr noch mehr davon hören wollt, wir haben heute natürlich nicht so ein ewig langes Programm, aber wenn ihr noch mehr hören wollt, uns gibt es auf Spotify und so weiter, könnt ihr vorbeischauen. Oder bei uns vorbeikommen, wenn ihr eine CD haben wollt. Die gibt es nämlich auch zu kaufen. Ja, natürlich mit Autogramm. Ist ja klar. Nutzt die Chance. Viel Spaß mit Sunsets Over Our Home.
Vielen Dank. So, wir kommen jetzt auch schon zu unserem letzten Song tatsächlich für heute Abend. Außer ihr strengt euch jetzt noch ein bisschen an und macht noch ein bisschen mit. Vielleicht haben wir ja noch einen Petto. Aber nur wenn ihr wollt. Wollt ihr noch? Okay. Dann vielen Dank erstmal, dass ihr alle gekommen seid. Vor allem hier, ihr hier alle. Und viel Spaß mit Death and Life. Thank you.
Dankeschön. Also ihr wollt noch einen. Bekommt ihr. Also nochmal danke an alle, die da waren. Danke, dass wir hier sein durften. Hat echt sehr Bock gemacht. Wir freuen uns schon auf die Aufzeichnung. Und wir wünschen euch viel Spaß mit unserer Single. Danke, dass ihr da wart. Viel Spaß mit Monsters. Accepted. I wanna be someone, I don't wanna be affected. Sometimes I find a way to get out of this misery. I'm fine, that's alright, as long as you are here with me.
treat people like the monsters you think they are. To cover up your little head-on scar and stroking your ego to earth a week. But they're better than you'll ever be. I'll try to reach for you in any way to feel connected. I wanna be someone. For you, I mean that is fine as long as you accept me too. You treat people like the monsters you think they are. To cover up your little mental scar, they stroke in your ear. Go to hurt the weak, but they're better than you'll ever be. You treat people the way you think it'd be right. To cover up your little head of fire. It's shocking how awful people can be. Some will pretend not to see. You treat people like the monsters you think they are. To cover up your little mental scar. They stroke in your ego to hurt the weak. But they're better than you'll ever be. You treat people the way you think it'd be right. To cover up your ankle. It's shocking how awful people can be. Some will pretend not to see. Dankeschön, macht's gut. Willkommen bei der 7. Newcomer-TV-Nacht hier in Oberursel am Fuße des Taunus. Es ist ein etwas seltsamer Tag. Man weiß nicht so richtig, regnet es oder scheint die Sonne. Es ist auf jeden Fall kühl und irgendwie ist eine geheimnisvolle Stimmung im Raum. Und wir haben die besten Bands der Region eingeladen, um euch diese November-Depression so ein bisschen auszutreiben. Und ich möchte mit einem riesigen universellen Applaus einfach mal die Jungs von Koma 12 begrüßen. Hallo! Und wir haben hier den Marvin, den Colin und den Namik. Was bedeutet das für euch als Band, als ganz junge Band? Also ihr seid für mich so auch, das habt ihr schon so eine Legende geschaffen in der kurzen Zeit, wo ihr zusammenarbeitet. Also so eine Hoffnung auch, wow, die werden irgendwann Bundesliga spielen mit ihrem tollen Sound und ist eine begabte Band. Also mit so einem, wie sagt man, mit so einem Image, von so einem Image begleitet zu werden, belastet das oder kriegt ihr das selber gar nicht mit? Ich glaube, wir nehmen das eigentlich relativ gelassen. So. Ja, also es ist natürlich super davon zu hören, dass man irgendwie schon so einen leichten Status erreicht hat. Also dass man irgendwie schon mal gehört wurde, irgendwo medial oder auch wirklich live. Aber ja, ich glaube, wir nehmen das ganz bodenständig. Ihr seid, glaube ich, mit einer aktuellen EP unterwegs, oder? Wie ist das? Habt ihr was rausgebracht, irgendwas Vinyltechnisches? Album, soll ich es nehmen oder? Ja, Album 2021 haben wir es rausgebracht. Wir haben in der Corona-Zeit, also als das Ganze angefangen hat, haben wir angefangen zu schreiben, eigene Songs.
davor nur Cover. Machen wir auch jetzt noch. Wir haben dieses Jahr viele Auftritte immer noch mit Cover gespielt und immer wieder eigene eingestreut. Und mit unserem Album, ja, sind 10 Songs drauf, sind wir letztes Jahr dann sozusagen da in diese Welt eingestiegen. Junge Menschen, sage ich jetzt mal, total im so im wilden Spiegel der Zeit unterwegs. Inwieweit hat Corona euren kompositorischen Flow beeinflusst, beziehungsweise was sind überhaupt die Themen in eurer Musik? Also ich würde jetzt mal sagen, also beeinflusst hast du es auf jeden Fall in der Hinsicht, dass man, also es hat halt, wie Colin schon gesagt, es ist gestartet. Das heißt natürlich, also ich meine, es ging ja jedem so, dass man so halt auch dadurch, dass man viel isoliert allein war, hat man, würde ich mal schätzen, auch viel in den Texten wiedergefunden halt. Also es ist, die Texte sind auch definitiv weniger einer Glück, also größtenteils sind weniger einer glücklichen Stimmung, sondern auch schon eher so ein bisschen, um Dinge auch zu verarbeiten, sei es mental irgendwie halt Dinge, die einen belasten teilweise oder so. Und das kommt da so ein bisschen raus als Thematik, eher als jetzt so glückliche Songs in dem Sinne. Also es ist halt auch natürlich durch die Pandemie definitiv bestimmt beeinflusst worden und das so die Thematik viel textlich. Ich habe ja, ich habe viele Gespräche mit Bands geführt. Wir haben ja so ein Standortmagazin, da hole ich Bands auf dem Balkon vom MOK und wir haben dann, es ist praktisch in der Corona-Zeit entstanden, dieses Magazin, weil mir ging es darum, wie die Leute diese seltsame neue Situation verarbeiten, plötzlich nichts mehr tun zu können. Oder ist das eigentlich so? Und ich habe dann mit vielen Leuten, die sehr kreativ geworden sind eigentlich, also die Corona eigentlich unglaublich kreativ gemacht haben, gesprochen. Hat die Musik für euch auch sowas Therapeutisches? Also das heißt, sie heilt euren Zorn oder besänftigt euren Zorn oder macht euch, wenn ihr traurig seid, glücklich? Also wenn ihr euch trefft und Musik macht, wie ist es? Also was macht die Musik mit euch persönlich als Band, also mit euch dreien, wenn ihr zusammen seid? Ja, ich kann es auch übernehmen. nee, ich würde schon sagen, dass irgendwie die Musik schon die Band festigt, auch unsere Freundschaft. Also definitiv haben wir am meisten mit der Musik und einfach, wenn wir Musik machen, miteinander zu tun. Und ja, also klar, wir behandeln schon Themen, die uns auch irgendwie beschäftigen in unseren Texten. Und ja, vor allen Dingen halt zur Corona-Zeit, das war wirklich einfach nur dieser kreative Einfluss in dem Moment, dass wir einfach auch die Zeit dazu hatten, muss man ehrlich mal sagen. Wir hatten gar keine Chance, irgendwie covermäßig noch aufzutreten anderweitig. Und ja, da hat sich die Chance dann ergeben für uns, dass wir wirklich mal an unseren eigenen Sachen schreiben. Und da haben wir einfach auch das so für uns entdeckt, dass wir das eigentlich auch ganz gut können, wenn man das mal so über sich selbst sagen darf. Aber ja, haben wir schon für uns entdeckt in der Zeit. Ihr seid jetzt, wenn ich mich nicht irre, 5 Jahre, 6 Jahre zusammen ungefähr? Ja? Oder ist es fast? Ja, okay. Das heißt also, ihr seid schon, habt so, sage ich jetzt mal so, die ganzen, die ganze Komplexität dieser musikalischen Kommunikation auch irgendwie innerhalb der Band verarbeitet. Also ich wollte eigentlich darauf hinaus, ihr macht eine sehr komplexe Musik mit vielen Teilen und Rhythmuswechseln und solche Sachen. Ist das, kommt das aus dem Bauch? Also wie entsteht das? Also weil manche, ich kenne Bands, die komplizierte Musik machen, die sich immer nur noch anschreien, weil der eine das von dem anderen will, was er aber jetzt gerade gar nicht im Kopf hat. Also oder seid ihr immer im Flow? Also das heißt, wenn du irgendeinen Lick vorgibst, dann geht ihr gleich mit und du kannst es vom Schlagzeug gleich rhythmisch umsetzen. Also irgendwie ist es so oder ist es kompliziert? Also wir sind auch keine Wunderkinder, die jetzt, wenn jemand was vorschlägt, direkt da einen Song draus machen können. Aber bei uns war es auf jeden Fall so, gerade bei solchen, also bei der, bei dem Writing-Prozess von unserem Album, dass immer eigentlich mal jemand anders was vorgeschlagen hat. Also irgendwoher kommt eine Idee, sei die nur ein paar Sekunden lang, völlig egal. Und daraus entsteht dann irgendwas. Ich meine, wie es bei uns in Proben zur Sache geht, das kann man sich manchmal echt nicht geben. Also man denkt, also natürlich im Endeffekt sind wir schon, was Proben angeht, professionell in dem Sinne, dass was Gutes bei rumkommt. Aber ich glaube, wenn jemand Außenstehendes dabei wäre, wie viel Scheiß wir da machen, also das ist schon
ja, dass da was bei rumkommt, ist manchmal eine Kunst, aber irgendwie kriegen wir es hin. Und dieses Komplexe war einfach, keine Ahnung, das hat uns einfach diese Zeit lang Bock gemacht und spiegelt auch irgendwie diese Verwirrtheit, sage ich mal, in dieser Zeit auch wieder in der Musik. Also es ist nicht nur im Text, dass da irgendwas vielleicht ein bisschen im Argen ist, sondern auch in der Musik. Also, ja. Worum geht's? Also wer schreibt eure Texte? Macht ihr das zusammen oder schreibt jemand die Texte alleine? Und worum geht's in diesen Texten? Also es ist, würde ich mal sagen, also wir schreiben die schon zusammen. Es ist dann natürlich so ein bisschen, je nach Situation werden dann die Texte, also ich habe auch schon Texte dann irgendwie mal vorgeschlagen, dann musste irgendwie das nochmal umgeschrieben werden, dann haben wir es zusammen umgeschrieben oder so. Und also da wird dann... Okay. Immer hat er Texte vorgeschlagen. Okay, also die Textideen kommen primär meistens von mir, aber der Gesamtprozess ist so, dass wir das zusammen dann nochmal drüber gehen, dass es melodisch passt und halt rhythmisch vor allem auch natürlich für den Gesang. Und ja, also worum es geht, es ist tatsächlich von Song zu Song abwechselnd. Wir haben so probiert, dass es ein bisschen konzeptmäßig ist, dass da so eine gewisse Geschichte hinter zu erkennen ist. Und es ist halt so, es kommt immer drauf an, jeder Song ist so für was anderes da. Also der eine ist so ein bisschen, Solitude ist einer von unseren Songs, da geht es um die eigene Einsamkeit, wenn man sich, weil es halt eher sowas, wie man sich selbst fühlt beispielsweise. Aber wir haben auch andere, wo es dann, keine Ahnung, darum geht, wie man auf die Zukunft blickt oder anderes. Also es ist immer so unterschiedlich, je nachdem, welcher Song es ist, werden unterschiedliche Themen behandelt in dem Sinne. Ich habe letztens so Gespräche gehabt mit Sun Suns, das ist auch eine ganz junge Band aus Frankfurt, also sind im Prinzip alle in eurem Alter. Und ihr lebt ja in einer Generation, die was ganz Besonderes erlebt. Also eigentlich, viele wissen gar nicht, haben wir überhaupt eine Zukunft? Also was passiert hier gerade weltpolitisch und die Umwelt und so? Und ist das etwas, ist das so eine Art Einsamkeit, von der du auch sprichst? Oder haben diese Themen Einfluss auf eure Musik oder bearbeitet ihr diese Perspektivlosigkeit, sage ich jetzt mal ganz krass, oder auch diese Zukunftsängste in eurer Musik? Also ganz grundsätzlich, die Themen, die jetzt auf unserer aktuellen EP sind, die sind halt zur Corona-Zeit entstanden und da war halt schon irgendwie diese Isolation, dass man sich wirklich nur noch bedingt treffen konnte. Wir haben auch unser Album gar nicht im Studio aufgenommen, sondern wirklich bei uns zu Hause. Also es war schon echt ein spezieller Fall, ja. Aber das war da tatsächlich noch nicht unbedingt Hauptthema, aber garantiert beeinflusst natürlich auch solche Themen irgendwie unsere Denkweise, und mindestens unterbewusst transportieren wir natürlich auch irgendwie da in dem Text ja Gedanken und einfach nur Ideen. Das Leben als professionelle Musiker, könnt ihr euch das vorstellen oder habt ihr euch damit abgefunden, möglicherweise immer nebenher irgendwelche Jobs zu machen, vom Chemielaboranten bis hin zum Parkwächter, um dann in der Freizeit Musik zu machen? Wie ist eure wirtschaftliche Perspektive? Also für mich, ich kann es nicht für alle sprechen, aber für mich ist es auf jeden Fall immer im Hinterkopf, dass es sein könnte, oder dass es natürlich, ich fände es super, wenn es mit der Musik klappt, dass man nur noch das macht. Aber wir setzen nicht alles auf eine Karte, also das ist bei uns allen drei so, dass wir jetzt nicht nur noch das machen. Wir fokussieren uns natürlich darauf, aber im Moment, ich meine, wir gehen auch noch zur Schule, nicht mehr lange, aber das ist natürlich auch noch ein großer Teil von unserem Leben und was danach kommt, mal schauen. Aber im Prinzip, diese Musik bleibt immer da, egal ob jetzt so wird, dass wir es als Hauptberuf machen, was mehr oder weniger ein Traum ist. Oder ob es halt als Hobby bleibt oder als, ich sag mal, Nebenjob, der halt Spaß macht. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, es wird immer da bleiben, egal in welcher Form.
Naja, das denke ich auch, also weil ihr habt Talent, also dass die Musik für euch immer da bleiben wird, das glaube ich auch, dass ihr euch das Leben lang begleiten wird. Aber das Problem ist ja, du sagst ja gerade, ihr seid, geht ja noch zur Schule und so und dann kommt irgendwie dieses Abi und dann plötzlich wird alles auseinandergerissen und der eine zieht nach Berlin, der andere nach München und der andere nach New York. Also ist das bei euch auch so oder habt ihr euch einen ewigen Schwur geleistet mit Blut, dass ihr zusammenbleiben werdet? Ja, es ist bei uns eigentlich, wie gesagt, es ist jetzt, ich weiß es nicht, wie genau bei uns allen. Ich glaube, wir sind uns auch nicht alle 100% sicher, wie es die Planung ist. Aber es ist, ja, es wird halt dann so sein, wie es ist, würde ich mal sagen. Also ich schätze mal, also ich werde, wenn ich anfange zu studieren, ist es natürlich dann auch schon so natürlich die Hauptrichtung. Wie Colin gesagt hat, die Musik ist immer natürlich ein Teil, aber es, ja, es ist halt jetzt nicht das, worauf man alles, worauf ich jetzt persönlich auch nach dem Abi alles setzen würde. Deswegen ist es halt dann, muss man dann so ein bisschen betrachten nochmal, wie dann wir alle das in dem Moment dann gehandelt haben quasi. Ich persönlich hasse ja diesen Moment, weil ich liebe das ja, wenn man träumt. Also wenn man irgendwo eine geile Band ist und hat alles, was man braucht, vom Equipment, die Energie im Bus zu setzen am Wochenende und durch die Gegend zu fahren. Und plötzlich kommt dann so dieses fucking Leben und sagt, nö, jetzt müsst ihr irgendwelche Jobs und so. Ich meine, habt ihr die Chance, euren Traum noch viele Jahre zu leben oder klopft da schon das Business, also diese andere Welt an die Tür? Also ich glaube, was jetzt noch nicht so ganz rüberkam, ist, ich glaube, wir haben uns selbst noch, also zu dritt, noch gar nicht unbedingt so die großen Gedanken darum gemacht. Und ich glaube, das, was Nami auch gesagt hat, dass wir uns das irgendwie noch gar nicht richtig ausmalen können, dass wir uns das einfach, dass wir einfach nur das Ganze auf uns zukommen lassen, das trifft es vielleicht wirklich am besten. Was für meinen Teil auch relativ ähnlich einfach der Fall ist, dass Musik schon immer wirklich großes Hobby von mir war, auch eigentlich Haupthobby, definitiv. Und das wird nach wie vor immer noch ein wichtiger Teil meines Lebens sein, egal was jetzt nach dem Abitur kommt oder nicht. Aber ich persönlich hätte schon den Wunsch, auch noch weiterzumachen als Kummer 12. Also das steht eigentlich gar nicht zur Debatte für mich selbst und ich glaube auch nicht innerhalb der Band. Aber dass das Ganze jetzt Hauptprojekt wird von jedem von uns, das halte ich für relativ ausgeschlossen, weil da jeder so seinen gleichen Teil, ja. Aber ihr seid ja schon relativ unterwegs, also ich habe schon einige Gigs gemacht und das heißt also, ihr habt auch die Jobs innerhalb der Band gut aufgeteilt, irgendjemand kümmert sich ums Booking, der andere macht den Proberaum sauber, der andere sorgt dafür, dass immer Bier da ist und irgendwie sowas, gibt es solche Jobs bei euch? Ja, so eine genaue Verteilung gibt es nicht, gerade da wir auch mal hier, mal da proben. Wir haben keinen festen Proberaum zum Beispiel, also den Putzmann für einen Proberaum gibt es nicht. Wir proben einmal, also manchmal proben wir bei mir tatsächlich in meinem Zimmer, also das ist relativ groß, die eine Seite ist sozusagen die Musikseite, ne, mit dem E-Drum dann halt. Weil sonst wäre das völlig unmöglich und alle würden ausrasten. Und manchmal bei Marvin unten im Keller. Und bei Namek haben wir dann öfter die Texte geschrieben, weil es sich irgendwie da angeboten hat. Und da sind gerade die Ideen so aus ihm hauptsächlich rausgekommen. Aber so eine, ja, guten Tee, naja, guten Whisky, sagen wir mal. aber so genaue Rollenverteilungen gibt es jetzt nicht. Auch was Booking angeht, mal fragen wir zusammen Festivals oder bestimmte Veranstaltungen an oder mal werden wir angefragt. Das ist eigentlich immer ja, abwechselnd. Ja, und was man vielleicht noch zum Booking sagen kann, ist, ja, das war ja nicht immer so, also wir sind ja noch relativ jung. Ja, nee, also da haben uns auch auf jeden Fall unsere Eltern ordentlich unter die Arme gegriffen und haben das schon mit uns aufgezogen. Ja, das darf man auf keinen Fall vergessen. Aber das ja, läuft jetzt immer mehr so zu uns über, auf jeden Fall. Also eigentlich seitdem ja fest. Ja. Und ja, versuchen wir schon so ein bisschen in das eigene Zepter zu nehmen. Perspektive, das heißt, ihr habt jetzt ein Album. Wie alt ist das Album? Ja, Ende 21 ist es rausgekommen. Und seid ihr schon dabei, kräftig, kompositorisch das nächste Album vorzubereiten? Wir sind jetzt gerade wieder dran gewesen, was Neues zu machen. Also beziehungsweise wir haben kurz darauf schon weitergemacht. Also wir haben es aufgenommen und dann schon direkt
immer weitergeschrieben, auch in ähnlichem Style. Und dann kamen Auftritte dieses Jahr wieder. Es war ja dieses Jahr wieder so, dass wieder mehr Gigs möglich waren und gerade auch Gigs, wo wir Cover gespielt haben hauptsächlich. Und da haben wir dann das ein bisschen in den Hintergrund gestellt, weil wir dann halt uns mehr auf die Live-Show fokussiert haben, dass das halt passt. Und jetzt, ne, wieder Winterpause, ist jetzt unser letzter Auftritt in diesem Jahr. Und jetzt haben wir gerade in der letzten Probe wieder uns an was Neues gewagt und schauen mal, wie es da weitergeht. Und ich meine, man sagt, Corona ist so gut wie vorbei. Also wir gewöhnen uns jetzt alle daran, dass wir krank werden und wieder gesund werden wie eine Grippe, die halt vorbeikommt. Das heißt, wahrscheinlich werden dann auch wieder mehr Gigs irgendwie da sein. Und plant ihr schon irgendwie Gigs fürs nächste Jahr? Habt ihr euch schon bei bestimmten Festivals beworben oder wie sieht es aus? Ja, also beworben haben wir es auf jeden Fall schon. Beispielsweise, was wir es letztens gemacht haben, ist, dass wir uns beim Flörsheimer Open Air beworben haben beispielsweise. Aber es ist natürlich jetzt schon auch ein bisschen schwieriger, das für nächstes Jahr abzupassen, weil man natürlich sehr viel Termine hat, gerade mit Abi, weil wir halt alle gleichzeitig das Abi jetzt auch schreiben. Und das macht es halt so ein bisschen schwierig, halt mit Lernen auch und dann danach, wie geht es dann weiter und womöglich was dann halt am Ende des Jahres, wenn dann quasi womöglich bei einer Uni das Semester schon beginnt oder so. Deswegen da ist jetzt zurzeit die Planung noch nicht so ganz fest natürlich, aber wir haben uns schon auf jeden Fall beworben auch trotzdem. Vielleicht läuft es einfach so, dass 2023 erstmal eine Pause ist und dann, wenn die Europameisterschaft nach Frankfurt kommt, 2024, dann seid ihr auf allen Frankfurter Bühnen die Zeil rauf und runter zu sehen. Ja, könntet ihr euch das vorstellen? Ach, ich glaube, da wird sich keiner von uns beschweren tatsächlich. nö, also das sehe ich eigentlich ziemlich ähnlich. Also es wird wahrscheinlich nach dem Abitur mal eine kurze Pause geben. Klar, da wird jeder mal so selbst nochmal neu orientieren müssen. Egal ob Studium oder vielleicht nochmal 1, 2 Monate oder 3 Monate vielleicht nochmal raus, weg, raus aus Deutschland. Ja, das gibt es ja durchaus. Nee, aber das wird dann anstehen und dann 24 stehen uns rein theoretisch wieder die Tore offen. Ich habe in einer Band gespielt, wo wir einfach mal einen ganzen Sommer, wir haben das alle, dieses ganze Equipment in Ford Transit reingepackt und dann sind wir durch ganz Europa über die Campingplätze gefahren und haben dort praktisch dann gespielt, unsere Kunst angeboten und konnten dann 2, 3 Nächte kostenlos da übernachten und sind dann weitergefahren. Könntet ihr euch so eine Europa-Tour als Band vorstellen, im kleinen Transit irgendwie mit eurem Equipment mehrere Monate lang sozusagen als Straßenmusiker mit als der Band unterwegs zu sein? Also ich kann jetzt natürlich nicht für die anderen beiden sprechen. Ich persönlich wäre mir jetzt nicht so sicher, ob das so wirklich realistisch ist, dass wir es machen. Ich schätze halt, dass das halt auch zeitlich, wie gesagt, eine Problematik werden könnte, einfach von der Organisation her, weil halt dann doch nicht so viel Zeit womöglich ist zwischen Plänen, die man jetzt außerhalb von der Band hat, nach dem Abi etc. und dann danach natürlich auch schon irgendwie das Leben sozusagen auch wieder beginnt im Sinne von, dass man irgendwie Arbeit, Studium etc. und da ist es halt dann so ein bisschen problematisch. Deswegen, ich meine, ich würde es nicht hundertprozentig ausschließen, aber ich selber erachte es zumindest jetzt als recht unrealistisch. Nee, ich brauchte dir eigentlich nur ins Gesicht zu gucken, als ich darüber gesprochen habe, dass es nicht so dein Ding ist, monatelang im Tourbus mit den Jungs irgendwie zu sein, sondern du hast halt auch noch ein Leben neben der Band, was für dich sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, jetzt irgendwelche ganz wichtigen Sachen oder dass man zum Beispiel sagt, ja, ihr spielt auf dem Rock am Ring oder so irgendwie im nächsten Jahr. Habt ihr überhaupt eine Plattenfirma oder sowas oder macht ihr alles selbst oder wärt ihr gerne bei einem Label? Nein, sind wir nicht. Und ob wir das gerne wären? Also nein, ich glaube nein würde man da nicht sagen, wenn man vor allen Dingen ein Angebot bekommen würde, da würde man sich dann natürlich schon mal mit auseinandersetzen, aber vorhatten wir es bis jetzt zumindest noch nicht. Nee. Ich sehe, also ist eigentlich bei euch so der Zustand, ihr seid eigentlich total entspannt in euch selbst, ruhend und wartet einfach darauf, was ihr an Inspiration im Proberaum habt oder was da auch an Bühnen auf euch zukommt und das ist dann auch okay für euch so.
Ja, also ich denke, dieses auf einen zukommen lassen ist, glaube ich, so das Größte bei uns. Wir machen halt einfach das, was uns gerade Spaß macht. Und wenn wir beim nächsten Album sagen, das machen wir ein bisschen anders, dann machen wir es ein bisschen anders. Und natürlich guckt man, was kommt an und was macht den Leuten Spaß. Es macht uns auch Spaß, wenn das Publikum abgeht. Wir haben letztes Jahr auf dem Heinerfest, dieses Jahr auf dem Heinerfest gespielt. Letztes Jahr. Und da ist richtig die Post abgegangen. Und das macht dann natürlich Spaß. Und dann sagt man auch, okay, vielleicht machen wir mehr in dem Stil, so, ne? Ein bisschen mehr da in die Richtung. Aber grundsätzlich sind wir da völlig entspannt. Wenn irgendwie eine Plattenfirma auf uns zukommen würde, geil. Ne? Aber ja. Mal schauen. Also ihr Menschen da draußen, ihr seht eine junge, talentierte und nach allen Richtungen offene Band namens Koma 12. Und jetzt gibt es erstmal diesen fantastischen Auftritt, auf den wir uns alle schon freuen. Und einen Riesendank für das Gespräch und einen Applaus für Koma 12. Ja! Wir haben